Arschlochkinder kommen in den besten Familien vor. Das hier war mein Lieblingsfach. Du siehst so traurig aus. Warum? Nun, ich dachte eigentlich an etwas Größeres, als ich mich in einen Drachen verwandeln wollte. Du bist vielleicht klein, aber du bist jetzt immerhin ein Drache. Ich weiß, und ich bin froh, dass wir endlich das richtige Rezept gefunden haben, aber... Aber was? Was beschäftigt dich? Naja, dank dir, Lydia, weiß ich endlich, dass ich niemand anders sein muss, um respektiert und geschätzt zu werden. Ich kann ich selbst sein und trotzdem Freunde haben, denen ich etwas bedeute. Das klingt vielleicht seltsam, aber ich hätte wirklich gerne meine eigentliche menschliche Gestalt zurück. Ach so, das verstehe ich. Keine Sorge, wir brauchen dir einen Trank, der dich wieder in den echten Zack Nightingale zurückverwandelt. Da gibt es nur ein großes Problem. Und welches? Als ich experimentierte, wie man ein Drache wird, durchsuchte ich sämtliche Bücher in der Bücherei, eins nach dem anderen und... Und was? Ich habe kein Rezept für einen Trank gefunden, der mich wieder in einen Menschen zurückverwandelt. Was? Du hast einen Trank getrunken, ohne eine Ahnung zu haben, was er anrichtet? Und du hast die ganze Zeit gewusst, dass es unmöglich sein könnte, dich wieder zurück in einen Menschen zu verwandeln? Es war mir egal, ob ich wieder ein Mensch wäre oder nicht. Oh je. Das ist auch eine wichtige Lektion. Man muss sich nicht bis Ultimo verbiegen, damit man die Leute gern haben. Man muss vielleicht ein bisschen weiter suchen, um die richtigen Leute zu finden. Wenn mein Dialekt übrigens zu arg ist, dann müsst ihr mir das bitte unten in die Kommentare reinschreiben. Dann werde ich mich in Zukunft bemühen, klares Hochdeutsch zu sprechen. Möchtest du, dass ich hochfliege und sie mir ansehe? Ja. Klar, Zack, schau es dir mal an, aber sei vorsichtig. Achtung, Drache im Steigflug. Ja, mir ist zwischendrin das Spiel wieder abgeschmiert. Ich habe ein paar Schritte wiederholen müssen. Wir haben jetzt einen Kräuterkunde, immer noch Sommer, glaube ich, aber wir waren noch nicht drin. Wenn ein paar Dialoge erneut erscheinen, dann bitte ich das zu verzeihen. Ich habe keine Ahnung, warum dieses Spiel bei mir so absturzfreudig ist. Um ehrlich zu sein, ist es mir gerade aber auch ziemlich wurscht. So. Die zwei sind verbunden.
ich habe das Diagramm jetzt mal aufgezeichnet. Ich frage mich, wozu dieses magische Licht gebraucht wird. Okay. Wir haben hier alles an. Wir haben da oben das Licht. Probieren wir es doch mal nochmal damit. Nee, da fehlt uns noch der richtige Hinweis dazu. Okay. Das ist nämlich das Fiese. Wir können jetzt nicht mehr einfach die Rätsel fertig machen in vielen Dingen, sondern die werden jetzt immer vernetzter. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir nochmal zur Bibliothek? Ich glaube, wir müssen wieder zur Doppelplattform. Ja, genau. Zu der mit dem Spiel. In der Bibliothek müssten wir auch, glaube ich, dann die ganzen fehlenden Hinweise noch kriegen. Deswegen, ich reiße ich das ab oder reiße ich es nicht ab? Das von. Kleiner Moment, ich muss hier gerade mal sortieren. Ich habe hier mittlerweile eine absolute Zettelwirtschaft. Das war vom Astronomie-Rätsel. Stimmt, in den verschiedenen Räumen der Bibliothek sind Wandteppiche, auf denen nämlich die Hinweise sind, die uns jetzt noch fehlen, um die Rätsel überhaupt lösen zu können. Na, die Perforation jetzt noch da. Gut. Ah, und da ist das letzte, oder? Ja. Gut, das habe ich schon sauber entsorgt. Dann speichern wir jetzt gerade mal. Das ist uns passiert wie beim letzten Mal. So laut auf meinen Ohren wegen diesen neuen Kopfhörern. Kurz davor, das alles nochmal leiser zu drehen hier. Das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Das will ich gar nicht. Na, dunkler stellen müssen wir es jetzt wirklich nicht. Ich stelle das Spiel einfach mal ein wenig leiser. Noch sind die Kopfhörer auch nicht eingetragen. Es drückt alles noch. Und wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir jetzt über die Brücke.
deiner Seite kommen wir zur heiligen Stätte und auf deiner Seite in die Bibliothek. Exakt da. Wow, diese Kugel sieht einzigartig aus. Was ist das? Das weiß niemand. Das ist eines der Geheimnisse der Bibliothek. Diese Kugeln waren immer hier. Sie leuchten, aber man kann sie nicht bewegen. Wenn wir die Lehrer fragen, sagen sie uns, sie seien nur Zierat. Natürlich habe ich ihnen nie geglaubt, aber ich konnte das Geheimnis dieser Kugeln nie erfahren und nachweisen, dass sie Unrecht haben. Bei all den Geheimnissen, die die Schule birgt, werde ich jahrelang jeden Tag etwas Neues lernen. Schau, ich habe es geschafft. Wahnsinn! Aber es sieht aus, als hätte sich nichts getan. Ich bin sicher, wir können etwas mit diesen Kugeln machen. Diesen Kugeln, okay. Bibliothekskugel, eine seltsame magische Kugel mit der Fähigkeit, in Abhängigkeit des Ortes, an dem sie platziert wird, die Farbe zu verändern. Okay. Möglichkeiten, die zu positionieren. Die Frage ist nur, wo zur Hölle? Ah, hier, genau. Was ist das für ein seltsames Ding? Keine Ahnung. Ich wusste nicht einmal, dass es aufgeht. Das bringt noch nichts. Wie wär's mit der Tür? Hier brauchen wir noch eine. Bei den anderen brauchen wir nämlich jeweils zwei. Na also, die Kugel passt perfekt. Aber? Hey, schau! Ein Teil der Wand ist verschwunden. Wow, ein geheimer Bereich der Bibliothek. Sorry, ich hätte meinen Kaffee trinken sollen. Wir haben, wie wir von unserem... Hahaha, bleibst du da. Wie wir von unserem Inventar wissen, gibt es 4 Kugeln. Das heißt, wir müssen die ständig umplatzieren. Noch eine dieser magischen Kugeln. Eine seltsame magische Kugel mit der Fähigkeit und Abhängigkeit des Ortes, an dem sie platziert wird, die Farbe zu verändern. Ja gut, das wissen wir jetzt schon. Hierüber geht's nicht, sondern nur darüber. Aber da brauchen wir 2, ne? Okay. Schritt für Schritt. Hier kann man noch nichts machen, aber jetzt kriegen wir die anderen Türen auf. Pass auf. Passt auf. Wieder raus. Und probieren wir es zuerst bei der hier. Aber ganz ehrlich, so wie die Kugel oben rausguckt, ist das niemals eine Kugel. Man sieht, wie flach das hier unten ist. Ui.
Okay, hier brauchen wir noch eine dritte. Hier kommen wir auch noch nicht weiter. Okay.